Im sagenhaften Sauerland ist ein sensibler Schlagerfan sesshaft und streift noch immer mutterseelenallein durchs Land. Hallo, ich bin Sascha, bin 35 und ich suche eine Freundin. Ich hatte bis jetzt immer nur falsche Beziehungen, die nicht von Zeit waren und auch nicht richtig liefen. Jetzt ist es Zeit, nach oben zu gucken und für die neue, wahre, richtige Liebe und neue Beziehung. Empty spaces fill me up with hope. Ich fühle mich manchmal einsam, weil ich nicht ganz ausgefüllt bin. Weil das Gefühl ist halt, es fehlt was. Ich bin von Beruf Fleischer. Mein Job mache ich, ja, gerne mache ich den. Mach mit, Frikadellen, brate. Ab und zu bringe ich auch da mal ein paar Frikadellen mit nach Hause oder ein paar Mettwürstchen nach meiner Mutter und dann freut sie sich auch immer darüber. Das Verhältnis zu meiner Mama ist eigentlich gut. Wir erzählen uns alles, sprechen jeden Tag miteinander und wenn es nur mit Telefon ist. Saschas Mutter will ihr eigen Fleisch und Blut endlich unter die Haube bringen. Ich bin Regina, bin 58 Jahre und ich suche für meinen Sohn Sascha eine Frau. Für den mit-30er Metzger haben sich einige interessierte Damen gemeldet. Aber vorher besuche ich Sascha an seinem appetitlichen Arbeitsplatz. Hallöchen! Oh, hallo! Hi! Ich komme mal zu dir rüber und drück dich mal. Hallo, freut mich. Auf einmal stand die Angie da, da dachte ich, oh, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los. Laufen hier schon die Vorbereitungen heiß? Ja, die laufen schon auf Hochtouren. Da habe ich eine Wurstplatte gemacht. Ja, oh, wunderschön. So was fürs Auge. Ja, hast du dir aber Mühe gegeben. Ja. Bist du denn ein bisschen aufgeregt? Ja, ich lasse alles auf mich zukommen, aber ich freue mich auch auf die Frauen, wenn die irgendwann kommen. Dann würde ich mal sagen, du nimmst die Platte, ziehst dich noch um. Ja. Ich nehme auch noch diesen Wurstständer mit, weil der sieht ja auch noch toll aus. Ja. Oder? Was ist das für eine Wurst? Eine richtig schöne... Mettwurst. Mettwurst, ah, liebe ich auch. Toll. Mhm. Wird ja auch langsam Zeit. Ja, genau, wird Zeit. Kann losgehen. Ich schätze mal, heute kommen so 2-3 Frauen, kommen bestimmt. Angst, dass gar keine kommt? Nein, habe ich nicht. Los geht's. Da bist du schon bereit für den Urlaub? Ja. Geht's zum Campen wieder? Ja, natürlich. Mit Mutti? Ja. Herrlich. Oder vielleicht auch mit den Frauen? Ja, wer weiß. So. Na, du kannst mir gleich auf den Schoß legen. Perfekt. Nachdem die lokullischen Leckereien verstaut sind, geht's ab zu Mama Regina. So, Sascha, jetzt geht die Reise los. Ja. Richtung Liebe, hä? Ja. Wie lange bist du denn eigentlich schon Single? Bestimmt schon 10 Jahre. 10 Jahre? Mhm. Und glaubst du denn, dass deine Mama, wenn sie die Damen sieht, dass sie gleich eine Favoritin hat? So ein bisschen Ahnung hat sie schon. Mhm. Sie sieht das schon, ob die jetzt was taucht oder nicht. Das sind die mütterlichen Instinkte. Ja. Die Mama kann mir dabei sehr gut helfen zu entscheiden. Bis jetzt hatte sie immer recht. Die wohlschmeckenden Wurstwaren sind wohlbehalten angekommen. Und es ist Zeit für den besonderen Begrüßungsbrauch der sympathischen Sauerländer. Na, ich hab hier noch eine Fleischplatte mitgebracht. Das ist ja schön, dass ich euch auch mal so begrüßen darf. Ja, wir begrüßen uns alle gleich. Das ist unser Rufzeichen. Das ist der neue Trend. Alles schon ein bisschen gedeckt? Ja. Was fehlt denn jetzt noch, Regina? Ja, die Frauen. Ja. Ja, wo kommen die? Ja, ja, wo sind sie? Oder was glaubst du denn? Ja, das Regina, weiß ich nicht. Regina, wie viele Frauen kommen? Eine. Eine? Besser als eine keine. Ja, eine wird schon reichen. Ja, das stimmt allerdings.